Herzlich willkommen hier wieder zurück zu Plex Op 6. Ja, Plex, Plex, ja. Plexi, nee, halt, das ist was anderes, aber ist aber 18, egal. Ja, herzlich willkommen bei Black Ops 6 hier, die Storyline oder Kampagne, wie man so sagen kann. Und ja, in der letzten Folge haben wir Avalon ihre Mission abgeschlossen und sie ist jetzt auf unserer Seite. Hier vorne sieht sie und wir haben dann hier den Deutschen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, ja, wenn euch das Format natürlich gefällt, dann einfach mal liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Und ich würde sagen, ja, da wir das Haus schon abgeschlossen haben in einer kompletten Stundenfolge, können wir direkt weitermachen in der Kampagne. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Beweistafel und wir machen jetzt die gute Mission. Meist gesucht, sozusagen. So, okay, würde ich sagen. Ja, starten wir durch und ja, gehen wir nach den Straßen von den Sie und mal gucken, was uns da erwartet. Belohnungen haben wir hier wieder ein paar Sachen für die Multiplayer natürlich. Und ich würde sagen, ja, beschaffe Netzwerkscans. Okay, gibt es noch Nebenquests? Die mache ich, gucke ich mal, ob wir die hinkriegen in einer Folge. Wenn nicht, dann halt in der nächsten Folge oder gar keine Folge, einfach offline. Einfach so zu Sachen halt, ne? So, aber ist egal. Gut, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Meistgesucht, let's go hier mit Black Ops 6. Hier mit mir natürlich. Let's go. Die Black Site liegt in einem Teil der Tunnel unter DC. Auf den Plänen, die ich geborgt habe, ist ein Eingang direkt unter Capital Station zu sehen. Die Black Site, in der Adler festgehalten wird, erfordert einen Netzhautscan. Wir haben keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Eine Chance gibt es jedoch, wenn wir schnell genug sind. Am Samstagabend steigt eine Politveranstaltung in der Station. Übernimm, Felix. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, ein gewisser Senator Jack McKenna, hat Sicherheitsfreigabe für die Black Site. Mit einem hochauflösenden Bild seiner Augen kämen wir am Netzhautscan vorbei. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Wir gehen zu dieser Spendengala, holen uns vom Senator, was wir brauchen, und befreien Adler aus der Black Site, bevor jemand was merkt. Klingt doch einfach. Ja, wird's aber nie. Was meint ihr? Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommt Seth und Case den Netzhautscan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Wem sagst du das? Wir haben Bill Case. Ton ist deutlich. Du bist am Zug. Du betrittst jetzt meine Welt, Case. Oder sollte ich sagen, Jeff Burke. Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Wir können ihn leise niederstrecken, warum auch immer. Ich glaube, das wollen wir nicht, dann machen wir zu viel Aufstand. Das gucken wir mal, ob wir rein können. John F. Kennedy. Gehen Sie bitte weiter. Oh, okay, danke schön. Da drin sind Sie fast fertig. Nur zur Info. Viel Spaß. Schönen Abend. Hi, ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Langley hat ein Team gebildet, um euch drei zu finden. Und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt? Vergiss Suspendierung. Livingston wird euch lebendig begraben. Es war schön, dich zu sehen. Wir treffen uns bald. Halte dich an den Plan. Finde Chef. Da bist du ja. Komm zu mir an Tisch 14. An Tisch 14, da drüben liegt was. Gucken wir da überhaupt hin? Mr. Fufitz und ich waren so nah dran. Achso, ich darf da nicht rein, okay. Scheiße. Oh, eine Runde tanzen. Ich sagte doch, dass ein Zentimeter Husten sind ein Zeichen.
Ganz unauffällig. Oh, Casino. Spielautomaten. Nee, doch nicht. Ja. Sah gerade danach aus. Ist das ein Scherz? Tisch 14, Case. Naja. Machen wir keinen Stress. Setz dich. Sehe ich gut aus? Wie die Vorzeigefrau eines Wirtschaftsmagnaten. Der Senator ist auf der Bühne. Benutzt die Kamera für ein besseres Bild. Siehst du den, der mit Gouverneur Clinton spricht? Sag Hallo zu Senator McKenna. Nutze die Kamera, Case. Okay, das Gesicht sieht auch nicht so gerade berauschend aus. Okay, oh, gut. Ich habe kein klares Motiv. So, besser? Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nirgendwo ohne seinen Sicherheitsdienst hin. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier, nimm das. Okay, Gala-Karte. Mit rechts, Schallkreuz rechts kann ich sie öffnen. Okay. Ich habe nachgeforscht. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dicht nah genug für den Netzhautscan heranzubringen. Such was aus. Höchstes Gebot. Hey, New York, bin ich gerade anwesend. Gerüchte besagen, dass die Senator McKenna Verbindungen organisiertes Verbrechen hat. Rede mit Amato. Okay, was haben wir hier? Jemand von Senator McKenna hat seinen Ankunft einer Notiz zugesteckt. Der Senator hat sie ja angesehen und sie in eine mit Manteltasche gesteckt. Ich habe gehört, wie er von einem privaten Treffen gesprochen hat. Finde in dem Mantel von Senator. Okay, in der Garderobe. Was haben wir hier? Geheime Affäre. Oh, das hört sich doch gut an. Das nimmer. Oh, was ist das? Treppenhaus, aha. Also die Frage, wann wir da reinkommen. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Mysteriöser Mann, warum hast du die Garderobe eingekreist? Als der Senator eintraf, gab ihm mein Kellner eine Notiz. Was immer es war, hat McKenna die Laune verdorben. Er zerknüllte den Zettel und steckte ihn in seine Manteltasche kurz bevor er reinging. Wenn wir diesen Zettel haben, können wir die Info sicher zu unserem Vorteil nutzen. Wer ist dieser Amato? Ihr Amerikaner würdet ihn Fixer nennen. Er räumt für eine der fünf Familien von New York City auf. Ich habe schon für ihn gearbeitet. Seit ich hier bin, hat er den Senator im Auge. Nicht auf die nette Art. Vielleicht findest du raus, warum. Könnte für beide Seiten von Vorteil sein. Was ist mit McKennas Frau? Senator McKenna scheint häusliche Probleme zu haben. Er hatte wohl Streit mit seiner Frau. Jede Menge gezwungenes Lächeln. Sie stürmte davon, hat auch nicht mehr mit ihm geredet. Hat ihren Ärger an der Bar ertränkt. Vielleicht solltest du ihr ein offenes Ohr leihen. danke. Ich überlege mir etwas. Dein Auftritt, Jess Burke. Okay. Feinde können mit Spionagekammer markiert werden, wodurch du ihre Position ständig überwacht kannst. Aha. Was ist mit dir? Nee. Noch einen, bitte. Oh, ein Journalist. Hat Ihnen niemand gesagt, dass mein Mann und ich keine Interviews geben oder Fotos machen? Aber Sie sehen toll aus. Können Sie Ihren Mann für ein Foto holen? Ist mir völlig egal. Ich habe heute Abend Zugang zum Senator.
Mein Mann hat Aufpasser und eine Sekretärin. Ich bin seine Frau. Auch wenn er das gelegentlich vergisst. Inoffiziell. Ich habe eine gewisse Spannung zwischen Ihnen und den Senator bemerkt. Eine einzige negative Schlagzeile kann den Ruf eines Senators ruinieren. Inoffiziell. Wie amüsant. Also was oder mit wem's mein Mann tut, ist wohl kaum ein Geheimnis. Wenn Sie zum Senator wollen, folgen Sie der Sabberspur bis zu dem hübschen Ding, das halb so alt ist wie er. In der Auktionshalle, da war seine Assistentin zuletzt. Die Assistentin könnte unser Ticket zu einem Fototermin mit McKenna sein. Das ist Anne Johansson. Nicht mein Typ. Aber ich verstehe, warum der Senator sie mag. Hey. Sie haben hier keinen Zutritt. Bitte gehen Sie. Entschuldigung. Lassen Sie sich nicht mehr hier blicken, sonst wird es unschön. Okay. Warten wir mal. Tja, die Frage ist, wie komme ich da rein? Ich könnte... Dachten Sie, es hätte sich was geändert? Raus hier! Ich war doch nicht mal drin, was wollt ihr eigentlich? Wo geht der denn jetzt hin? Beilung. Das war Geld. Geld. Warte mal. Achso, okay. Das war... Der Mantel war hier drüben. Achso, okay. Müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen. Was soll hier ein Eingang sein? Entschuldigung, hallo? Ich möchte da rein. Pardon, Sir. Dieser Bereich ist nur für autorisiertes Personal. Okay. Ach so. Okay. Ich weiß, wie ich reinkomme. Ich habe in einer Tourproduktion von Warten auf Godot gespielt.
Ja. Lee Grisham, Sicherheitschef von Eldrain Energy. Ex-Marine, SEAL Team 6. Wir müssen den Kerl finden. Laut Akte trägt er eine Brille mit einem dunklen Glas. Ich brauche ein Foto, um seine Identität zu bestätigen. Grisham könnte unser Weg zu McKenna sein. Karte aktualisiert, okay. Entschuldigung. Dunkelblauen Glas. Ich verbringe dort gerne meinen Sommer. So viel irgendwann. Verzeihung. Kenne ich dich? James Burke, Washington Telegram, haben Sie ein Statement für mich? Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der wird. So ein Zufall. Warum erzählst du mir das? Wir brauchen Zugang zum Nennen. Okay, ich brauche ein Foto vom Senator aus der Nähe. Nun, sie wird ihre Gründe haben. Ich kann das arrangieren. Aber zuerst tust du etwas für mich. Ich bin ziemlich sicher, dass der Senator einige, sagen wir, sensible Informationen von meinem Klienten gestohlen hat. Wir glauben, dass er sie in etwas für die heutige stille Auktion geschmuggelt hat. Findest du es? Wird Senator McKenna Zeit für dich haben? Dafür sorge ich. Bleib in Kontakt. Schätze, wir gehen auf eine Schnitzeljagd. Es gibt spezielle Geräte für die stille Auktion, an denen die Gäste jederzeit bieten können. Sie sind mit einem Computer verbunden. Darauf kannst du sehen, worauf alle geboten haben. Okay. Auktion. Was ist das hier? Das sind auf jeden Fall die Auktionssachen. Aber ich glaube, ich komme hier nicht so einfach rein. Musste leider sein. Nehmen wir noch Geld mit. Dann hacken wir mal die ganze Sache. Okay, 8 ist M. 0 ist C. 3 ist K. 9 ist E. E. 1 ist N. Wir kennen. Und die 4 ist ein A. Okay. So, haben wir die Information eigentlich, die er will? Lass mich wissen, wenn du etwas hast. Okay. So, dann gehen wir mal kurz auf die Karte. Auktion Halle, hier ist auch die Uhr, auch die Dame, Bühne. Okay, dann gehen wir mal zur Auktionshalle, mal gucken. Kann ich mitbieten? Ach, schade. Der erste Zusatzartikel schützt uns vor staatlicher Zensur. Darum geht es doch. Case, hierher.
Nutze das Mikrofon an deiner Kamera. Tu, als würdest du Fotos machen. Da drüben? McKennas Assistentin. Sie und ihr geheimnisvoller Freund scheinen ein ernstes Gespräch zu führen. Ton ist gut. Denk daran. Bleib im Fokus. Das Risiko ist mir egal. Aber nicht die Belohnung. Wir kriegen dein Geld. Ich sage dir, wenn wir die Wahl abwarten, können wir viel mehr aus ihnen rausquetschen. Und ich sage dir, dass deine Frau von mir weiß. Wir könnten viel mehr haben. Die Uhr sollte irgendwo in diesem Raum sein. Wenn wir ihm heute Abend vom Tape erzählen, kriegt er Panik, wird alles zahlen. Aber wenn wir jetzt nicht zuschlagen, bekommen wir nichts. Vertrau mir einfach. Hier, nimm das Parkticket. Hol das Tape aus dem Auto. Gut. Ich hole es in ein paar Minuten. Einen Senator mit Sextapes zu fressen? Es geht nichts über die Klassiker. Damit haben wir ein gutes Druckmittel gegen McKenna. Schnapp dir sein Parkticket und die Autoschlüssel. Dann hol dir das Tape. Geh. Ich beobachte das Mädchen. Alles klar. Oh, Motorräder. Das ist eine Liebesgeschichte. Nein, es ist eine als Romanze. Sobald du das Ticket hast, bring es zum Parkservice draußen. Na, wenn wir wissen, wo der Typ überhaupt ist. Der ist rausgegangen. Aber das reicht doch nicht. Ah, okay, ich weiß. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, war klar, dass das so läuft. So. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo geht's jetzt zum ein bisschen raus. Okay. Ziemlich kalt heute Nacht. Ich würde nicht zu lange draußen bleiben. Bitte sehr, Sir. Dankeschön. Jetzt musst du nur noch das Auto finden. Wenn am Schlüssel ein Sender ist, kannst du vielleicht die Hupe betätigen. Und wie komme ich da rein? Ah, hier. Hey, was machen Sie an meinem Auto? Hey, CIA Security ist auf dem Weg zu dir. Tauch unter und bring das Tape zur Frau des Senators. Viel Glück mit dem Netzhaus-Scan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel.
Die Frage ist, komme ich mit dem Tape überhaupt rein? Achso, ja. Ja, wenn ich einmal rausgehe, werde ich nicht nochmal nachkontrolliert. Alles klar. Okay. Why not? Schenk mir nach, ja? Sie wieder. Was jetzt? Der Mann erpresst. Ich habe ihr Video. Ihr Mann fickt seine Assistentin und sie hat ihn aufgenommen. Bitte nicht so vulgär. Sie erzählen mir das wohl kaum grundlos. Was wollen Sie von mir? Ich will nur den Senator fotografieren. Ein Foto mit Ihrem Mann oder ich schicke dieses Band an die Boulevard-Presse. Nun ja, es wäre schön, unsere schmutzige Wäsche nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen. Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Sie beschäftigen Miss Johansson, bis ich zurück bin. Danach geben Sie mir, was Sie gefunden haben. Und ich arrangiere Ihren Fototermin. Entschuldigung. Okay. Alles klar. Ja, läuft doch bisher super, ohne entdeckt zu werden. Sorry, aber dafür würde ich niemals 60 Riesen ausgeben. Was? Der Senator spricht heute nicht mit der Presse. Und ab jetzt habe ich Feierabend. Also, ruinieren Sie anderen den Abend. Tja, ich kann ja deinen mal ruinieren. Erscheint, hätte sie einen Druckmittel gegen McCain. Ich habe ein Video gefunden. Ich werde es einer sehr interessanten Partei geben. McCain kann sich nicht gerne erpressen. Dieser Idiot. Wie konnte er das nur zulassen? Wem? Wem geben Sie es? Ein Journalist erkennt eine gute Story, wenn er sie sieht. Ich gebe das Interesse Ihrer dritten Partei weiter. Was soll das denn heißen? Moment mal. Reden Sie etwa von der Boulevardpresse? Wie viel haben die geboten? Ich verdoppel es. Welche war's? Oh, keine Zeitung, Miss Johansson. Ich bin es. Miriam, bitte. Ich hätte das Video nie wirklich veröffentlicht. Ich wollte nur etwas Geld dazu verdienen. Ist nichts Persönliches. In der Politik ist alles persönlich. Als ob ich nicht wüsste, was unter meinem Dach vor sich geht. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre, ich habe nichts als Respekt vor dir und deinem Mann. Mein Mann, Gott behüte ihn, ist ein Idiot. Aber er bekommt Stimmen. Ein nützlicher Idiot. Sie hingegen. Ah! Was zum Teufel? Miriam, bitte. Nicht. Was soll ich nicht, Liebes? Jason, du Schlampe. Ich glaube, Miss Johansson hat zu viel getrunken. Bitte helfen Sie ihr raus. Und zu Ihnen. Deal ist Deal. Okay, ich bin da. Worum geht's hier? Ich habe wieder mal deinen Dreck beseitigt. Wie immer. Leider brauchst du eine neue Assistentin. Vielleicht einen netten jungen Mann? Das hätte ich selbst klären können. Ich habe ein Foto versprochen. Wärst du vielleicht so nett? Das ist alles, Schatz. Scher dich weg. Danke für Ihre investigative Sorgfalt. Genießen Sie den Rest Ihres Abends und setzen Sie Ihre Drinks auf die Rechnung meines Mannes. Werde ich. Die Frau noch? Nein? Der Scan ist gut. Gute Arbeit, Chase. Zeit für das Dach. So kommen wir an Adler ran. Okay, dann wieder raus. Mit dem Team treffen. Die Dachtreppe ist auf deiner Karte markiert. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Das Problem ist, ich muss da drüben rein. Wie stellen Sie sich das vor? Das ist ja das Sperrgebiet. Eilandzack. Okay, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen.
Ja, aber wie komme ich denn da rein? War ein bisschen einfacher wie gedacht. Aber muss trotzdem aufpassen. Was haben wir hier? Milch. Wieso ist diese Tür offen? Nee, ist nicht so gut. So. Okay, ab nach oben. Ein paar Wachen auf dem Dach. Machen nur ihren Job. Halt dich von ihnen fern. Marshall und ich treffen dich im Technikraum. Such auf dem Dach nach einer fest montierten Leiter. Mein Bestes. Vorne ist jemand. Da ist auch jemand. Da ist auch jemand. Hui. Bist du schon am Technikraum? Wir sind fast da. Im Technikraum findest du eine Luke an der Wand. Sie führt in den Aufzugsschacht. Okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. Nimm die Hände hoch. Langsam. Hab einen 1014 in R1. Benötige Verstärkung. Hey, das ist nah genug. Nicht einen Schritt weiter. Haben wir hier ein Problem? Sir, ich habe gerade... Warum lässt du uns... Ein ziemlicher Schlag. Ich gehe kein Risiko. 1023, Verstärkung unterwegs. 1022, das hat sich erledigt. Verstanden. Nimm die Tasche, Case. Du wirst underdressed. Umziehen.
kommt mir wie beim Raubzug vor. Alles klar. Da sollte ich nicht runter. Bist du bereit oder nicht? Ja. Ja, was soll ich... Achso. Denk dran. Sauber und leise. Niemand nimmt Schaden. Rein, Adler holen. Raus. Okay, ich gebe mein Bestes. Keine Blendgranate? Ach nee, ist zu gut. Los geht's. Kein Zurück mehr. Zum Scanner-Case. Ich habe das Infrarotbild verstärkt, damit es die Kapillaren auf der Netzhaut des Senators hervorhebt. Die Auflösung sollte reichen. Mach das nicht andersrum? Oh, Scheiße. Bitte, Hilfe! Sie kamen während des Schichtwechsels. Sie kannten unsere Zeitpläne. Fing an zu schießen. War sicher Pantheon. Du hast die Wahl, laut oder leise. Ich gehe zur Security und schau, womit wir es zu tun haben. Wenn du drauf losfahren willst, schütze ich dich. Deine Entscheidung. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das leise hinkriegen. Situation voraus. Mehrere Ziele. Geiseln. Sei vorsichtig. Ziele im Raum. Zu deiner Linken. Der Schalldämpfer sollte dir helfen. Schön leise. Weiter so. Meine Geduld ist am Ende. Zu singen, wenn du kein Blei fressen willst. Der Einzige mit Zugriff auf den Hauptrechner ist der Administrator. Und wo ist der? Da drüben. Hast du erschossen? Sauberer Schuss. Du wurdest okay. Nicht gesehen. Ja, ein Glück, ich wollte schon sagen, es sah gerade danach aus. An der Stelle würde ich den Hauptraum meiden. Du bist ein Geist. Weiter so. Das will ich auch hoffen. Ich gehe lieber mal oben rum. Sicher, Mann. Ich versuch's mal. Irgendwas stimmt nicht. Alles klar. Alles klar. Überprüfen. Zweimal Pantheon. Im Raum voraus. Die ganzen Wichser da oben gesehen? Das Event? Nein. Bist du da durch? Durch den Nordosttunnel rein. Bis jetzt läuft es ganz gut. Position halten. Du hast Gesellschaft. Du wurdest gesehen. Waffenfreigabe. Wenn du auf der anderen Seite bist, räum die Barrikade und lass mich durch. Bin unterwegs zu dir. Ja.
Sicherheit im Raum X. Ja, mach doch gleich Lärm hier. Kannst du nicht leise schießen oder leise werfen? Das stimmt mit dir nicht. Okay, gut. Okay.